Moinsen Jungs und Mädels und herzlich willkommen zurück im Grundkurs Gaming und zu Panzer Corps 2 Axis Operations 1944. Wir sind hier in der Nähe von Tschernowitz. Das liegt heute in der Ukraine, war damals von Rumänien besetzt worden. Er wurde im März eigentlich schon von den Sowjets wieder zurückgeholt, also März 1944. Und ja, wir erwarten jetzt hier diesen sowjetischen Gegenangriff, obwohl es schon Ende Juni ist hier im Spiel. Die Artikel, die ich dazu gefunden habe, haben alle gesagt, März wurde es zurückgeholt. Aber ist auch wurscht. Das sollen wir auf jeden Fall verteidigen. Unsere Verbände mussten von hier unten irgendwo anrücken. Die Bodenoffensive bleibt noch aus. Ne? Wir haben hier oben so einen Artilleriepanzer gesehen, einen Aufklärer haben wir gesehen. Da ist jetzt auch Infanterie, gucken wir uns gleich mal an. Und ansonsten kommen hier nur Flugzeuge rein die ganze Zeit. Und machen hier so ein bisschen Radau. Das sind aber auch schon weniger geworden. Weniger Jäger. Also irgendwas geht hier schief, irgendwas planen die. Wir haben die ersten Stellungen schon besetzt. Mein Plan ist es, so ziemlich alle Flussübergänge hier zu halten. Wir müssen am Ende 3 Siegfelder halten und 12 Gardeverbände der Sowjetarmee ausschalten oder Gardeeinheiten. Tschernowitz, weiß ich noch nicht genau, wie ich das verteidige, auch von dieser Seite des Flusses, von der anderen Seite, ob ich hier diese Gräben benutze irgendwie. Das ist alles noch ein bisschen unklar. Kommt drauf an, wie viele Einheiten da tatsächlich zur Verfügung stehen. Hier drüben würde ich gerne diese beiden Straßen blockieren. Da müssen wir mal schauen, ob uns das gelingt. Ja, das heißt, wir haben jetzt hier ganz viele kleine Verbände, die da mitgehen. Die Fallschirmjäger habe ich vergurkt. Die haben halt einfach Fahrzeuge dabei. Das heißt, die konnte ich nicht luftverladen, habe die hier hinten aber trotzdem am Flughafen starten lassen. Hätte mir bei der Aufstellung eigentlich auffallen müssen, tat es aber nicht. Also Pech gehabt einfach mal, ne? So, diesen Panzer hier werde ich in den Fluss stellen, einfach nur weil der hier vorne diese Strukturen mit unterstützen soll. Hier habe ich so ein paar richtig krasse Elite-Pioniere mit drin. Ne? Also die sind schnell einsatzbereit, sind sowieso schneller als normal jetzt. Haben also die Geschwindigkeit von normaler Infanterie. Haben die eigentlich Flammenwerfer? Ich glaube, die haben Flammenwerfer. Guckt sie euch an. Und ansonsten noch so ein paar kleine, feine Spezialeigenschaften einfach. Super gut. So, die bekommen hier natürlich alle so ein bisschen Unterstützungseinheiten dazu. Hier müssen wir halt schauen, wie lange die Flugabwehr überlebt. Ihr habt eine Luftabwehr. Hier drüben weiß ich nicht, ob die unbedingt eine brauchen werden. Das müssen wir dann sehen. Diese Artillerie werde ich... Ja, hier dann. Oh, warte mal, es hat eine Bewegungsreichweite 5. 1, 2, 3, 4. Ja, okay, dann kann ich die natürlich auch hier daneben stellen. Gar kein Problem. So, und diese Luftabwehr bringe ich einfach nach hier drüben mit. Weil hier halt hauptsächlich im Moment irgendwas passiert in der Luft. Und da könnten wir uns jetzt so langsam wirklich überlegen, ob wir hier mal an so ein paar Jäger rangehen sollten. Ich habe ja hier ein paar Abfangjäger. Focke-Wulf 190. D9 sind das inzwischen. Aber die Abfangjäger, die ich benutzen würde, sind meine Messerschmitts. Ah, die kommen da oben nicht ran. Ja, hier haben wir auch ein paar Bomber tatsächlich. Ja, vielleicht müssen wir hier einfach mal so langsam rangehen. Ja, hier kommen wir nicht ran. Da können wir keine Luftunterstützung fliegen. Die müssten wir von hier drüben aus fliegen. Da ist aber alles besetzt. Blöd. Ganz hier drüben kommen wir auch nicht hin. Ne? Wir brauchen für die Messerschmitts immer einen großen Flugplatz. Also so eine einfache... Wo haben wir denn hier eine? Hier so eine Drecklandebahn reicht da nicht. Da brauchen wir was Besseres. Ja,
Aber wisst ihr was? Ich lasse die hier einfach mal losfliegen gerade. Wir sollen mal gucken, was hier abgeht. Wow. Die haben überlebt. Ich habe hier ein paar Scout-Flugzeuge. Ah, die kriegen es nicht gerissen. Das heißt, ich müsste euch mitschicken. Also, wir gucken erstmal, wen wir hier noch haben. Sind wir da im Wald, wären wir in Sicherheit. Oh, gut. Denn diese russische Bodenoffensive, gegen die wir hier eigentlich verteidigen sollen, die ist bislang verschollen. Da müssen wir mal schauen, wo die abgeblieben ist. Die Luftabwehr und die Artillerie, die sind ja auch auf Straße ziemlich langsam, leider. Aber wenn erstmal ein paar Panzer vorne sind und ein bisschen Panzerabwehr, dann haben wir ja das Gröbste schon mal. So, was seid ihr denn eigentlich? Ihr seid eine Art Bunkerbrecher, Artillerie. So eine Art Sturmgeschütz. Da haben wir hier ein paar Aufklärer. Und hier haben wir ein paar Wehrpflichtige immerhin schon. Die müssen sich hier erstmal mit diesen Minen noch beschäftigen. Die verzögern da den Vormarsch zu unserem Glück. Hier in den Fluss rein ist nicht so geil. Ach, guck mal hier. Kabams. Ja, die ganzen Spezialeigenschaften von dem Ding werden mir gar nicht angezeigt gerade. Das ist ab und zu mal so ein Fehler tatsächlich. So, wir bauen uns da drüben einfach mal ganz dreist auf. Wer liefert denn hier Unterstützungsfeuer? Hier liefert Unterstützungsfeuer. Hier haben wir noch einen Jagdpanther. Dann stellen wir uns da vorne erstmal rein irgendwie. Gucken mal, was passiert. So, die Gebirgsjäger müssten hier drüben hin irgendwo. Als Reserve so ein bisschen. Sollen die, oder wir ziehen die auch hier vorne mit rein. Oh, ich kann mal gerade Einheiten durchzählen. Na, schauen wir mal, was haben wir denn? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Fronteinheiten. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7. Das würde passen. Also wir könnten hier vorne alles besetzen, müssten uns dann natürlich irgendwie Gedanken machen, wie wir da unterstützen. Und dann könnten wir uns zur Not hinter dem Fluss zurückfallen lassen. Eine Reichweite von 3. 1, 2, 3. Blöd. Von hier aus. 1, 2, 3. Ja, die müssten dann hier stehen. Ja, das würde gehen. Da stehen nicht direkt an der Front.
Die schwere Artillerie könnte hier in die Stadt einrücken. Da müssten wir uns nur richtig gut verteilen. So, wir bleiben mal hier auf dieser Seite des Flusses einfach noch ein bisschen, damit wir nicht sofort aus dem Leben gebombt werden, ne, sondern hier alle schön Radius unserer sehr, sehr guten 12,8 cm Flak stehen. Und dann könntet ihr doch hier eigentlich noch so ein paar Bomber angreifen, ne? Das wäre doch eigentlich gut. Hoffe ich. Also ich hoffe, ich laufe da jetzt nicht komplett in die Falle rein. Aufklärer? Nee, schaffen die nicht. Ja, das hier sind übrigens taktische Bomber, Focke Wulf 190G. Die könnte ich eigentlich nach hier drüben verlegen, ne? Die müssen ja nicht hier sein, aber die sind schnell verlegbar. Die kann ich dann irgendwo hinbringen. So, wollen wir hier ein paar Aufklärer mit nach vorne schicken? Wäre das wahnsinnig geschickt, dann würden wir was sehen, aber noch brauchen wir die da nicht. Also die müssen wir da keinem Risiko aussetzen im Moment. Ja, in welche Richtung fahrt ihr? Fahrt ihr mit da oben lang? Fahrt ihr hier unten? Ne, ich glaube da oben. Ich will hier einfach so ein bisschen Fallschirmjäger verteilen in diesem engen Gelände, dass sie da ein bisschen schauen können. Wir hätten auch hier welche reinsetzen können. In diesem Wald brauchen wir aber vielleicht nicht. Ne? Hier drüben haben wir genug Aufklärung. Erstmal noch durch diese Bunker auch. Später könnte es dann schon mal anders aussehen. Diesen Übergang hier müssen wir halt auch irgendwie besetzen, beziehungsweise müssen wir nicht, wenn wir dieses Feld hier halten können. Aber sobald wir uns von hier aus hinter den Fluss zurückziehen müssen, müssen wir das hier auch irgendwie halten. Das wird dann nochmal eine kleine Schwierigkeit. So, ich denke, wir sind durch. Ah, 2 zu 5 gefällt mir nicht wirklich, muss ich sagen. Die würde ich lieber vorher nochmal anschießen, hier diese Jäger. Wir gucken mal, was passiert, ob ich mich jetzt schon mit meinen Flugzeugen, uns wurde sehr empfohlen, die defensiv einzusetzen, ja, ob ich mich da jetzt schon zu weit vorgewagt habe oder nicht. Hier drüben würde ich gerne angreifen, aber hier ist halt weit und breit kein Flugplatz. Schade. Ah, da kommen die Aufklärer. Noch mehr Aufklärer. Ja, hier hinten diese Straße ist halt komplett unbewacht, ne? Also wenn wir da flankiert werden, wäre es natürlich auch schon mal richtig kacke.
Die hatten sie nicht auf dem Schirm. Damit hat die Flak auch ihren letzten Stern vervollständigt, wie es aussieht. Ah, was? Ach so, auf die da drüben haben die geschossen. Die haben gar nicht hier diese Einheit versucht zu erledigen. Ja, hier diese Flakgeschütze, ne, wenn die halt da vorne stehen bleiben, das ist natürlich blöd, weil die können sich dann nicht mal ohne Transporter über den Fluss zurückziehen, weil meine Einheiten einfach im Weg stehen. Okay. Das könnte man jetzt natürlich auch als Pech bezeichnen. So, wir schützen die Jungs hier so ein bisschen mit. Hier würde ich halt super gerne tauschen, wenn ich ehrlich bin. Geht aber nicht. Einfach damit meine Panzer noch ein bisschen Feuerunterstützung bekommen. So, wichtig ist, dass die Infanterie sich hier eingräbt. So, hier drüben geht's weiter. Ich vermute, der erste Angriff wird tatsächlich hier erfolgen. Und hier müssen wir irgendwie diese Straße ein bisschen geschickt sperren. Dafür ist eigentlich diese Artillerie vorgesehen. Gebt ihr Feuerunterstützung? Nee, tut ihr nicht. Das ist sehr schade. So, ihr seid ja eine Befestigung. Was gebt ihr denn eigentlich? Eine Basisverschanzungsstufe von 5. Aber halt auch eine Initiativebegrenzung. Meine Jungs haben ja eigentlich alle sehr, sehr gute Initiative. So, hier hätte ich gern so ein bisschen Infanterie. Da würde ich hier nämlich gerne einen Panzer an den Sumpf direkt ranstellen. Infanterie, Artillerie dazwischen. Da brauche ich mal richtig gute Fallschirmjäger. Das hier ist meine Scout-Truppe. Die muss das nicht unbedingt machen. Shock and Awe Taktik. Einheit greift immer zuerst. Ja, die hier. Das wird meine Fronttruppe da drüben. So, der Panzer soll da drüben auch hin. Und die kommen hier irgendwie als Reserve noch hin. So, die Jungs werden hier auch irgendwo als Reserven aufgestellt. Die Scouts könnte ich eigentlich nach da drüben ganz gut bewegen. Dass sie, oder nach hier, damit die hier alles so ein bisschen im Auge haben. Ihr seid unnachgiebig. Die könnten natürlich auch hier so ein bisschen als taktische Reserve
eingreifen. Aber wir gucken erstmal, dass wir das hier vernünftig aufstellen. So, ihr müsstet hier eigentlich diese relativ ungeschützte Flanke decken. Das wäre halt total gut. So, ihr unterstützt diese Strukturen hier. Kommt dann auch diese Azul-Infanterie hier mit ran. Wunderbar. So, will ich die Gebirgsjäger da nach vorne reinziehen oder lieber ein paar Fallschirmjäger? Wo habe ich denn hier Fallschirmjäger jetzt hingestellt? Hier, nur mal zum Vergleichen. Ah, die Gebirgsjäger haben den besseren Verteidigungswert. Und auf den kommt es ja jetzt hier an. Aber die sollen nicht unbedingt diese Straße blockieren, glaube ich. Oh, warte mal, seid ihr noch ein Panther D und kein Panther G? Oh, ich habe vergessen. Panther A. Och, Kacke. Ohne Quatsch jetzt. Ach, ich habe vergessen, die abzugraden alle. Nein! So, ihr stellt euch dahinter, beschützt nämlich meine wunderbaren Gebirgsjäger. So, stelle ich euch in die Stadt oder stelle ich euch direkt hier hinter? Eigentlich könnte ich die auch direkt hier hinter stellen. Vielleicht muss ich die ein bisschen zurückziehen, wenn da zu viel Artillerie reingeprasselt kommt. Das muss ich mal schauen. Aber für den Moment stehen die da, denke ich, ganz gut. Hier oben ist alles in trockenen Tüchern. Ja, da müssen wir hier mal gucken. Da sind jetzt nämlich deutlich mehr Jäger schon wieder unterwegs. Dass wir irgendwo noch ein paar Abschüsse hinbekommen. Wo könnt ihr denn hin? Ja, die kommen einfach nirgendwo ran von da aus. Hier hinten so eine Sturmhaube könnten wir natürlich erledigen. Das Problem wäre dann allerdings, dass da ganz viele Jäger auf die einstürmen werden. Und das ist es mir dann offen gesagt nicht wert. So, schicken wir euch dahin. Wie sieht's denn aus? Präzisionswaffe. Na, aber ihr seid Überlebenskämpfer. Dann setze ich die mal hier hin. Dann sind nämlich die Jäger, die
die meine Jäger angreifen. In Reichweite meiner Luftabwehr. Und das wäre dann schon wieder ganz schön. So, was habt denn ihr eigentlich für eine Reichweite? Ja, also wenn die an den Fluss kommen, können wir da was machen, vorher nicht. Hier drüben können wir ganz gut operieren, tatsächlich. Oh, ich könnte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oh ja, das könnte funktionieren tatsächlich. Dass ich die einfach nach hier verlege und dann fliegen die hier drüben ihren Einsatz. Ja, das muss ich mir mal für nächste Runde merken. Dann nehme ich die anderen hier nämlich einfach mit, wo auch immer sie gerade sind. Ich habe sie irgendwo geparkt. Habe ich die nicht hier? Doch, da habe ich sie geparkt. Dann sieht das so aus, als wenn wir hier schon wieder fertig wären. Ah, warte. Hier. Ihr müsst euch noch bewegen. Wie sieht es denn hier mit Basisverschanzungsstufe aus? 3. Auch 2. 2 nur. Im Wald kann man sich besser verschanzen. Ja, könnte man. Ja, wohin mit euch? Hier auf diesen Hügel. Das hätte natürlich schön Vorteile. Oder hier in diesem Wald wäre beides gut. Ich glaube, die sollen sich hier mal im Wald eingraben, ein bisschen. Na, wo sind denn meine ganzen Fallschirmjäger jetzt eigentlich hingewandert? Hier. Ihr sollt nach dort. Ihr könnt hier eigentlich direkt. Ach so, hier ist auch noch eine Einheit. Ja, die soll da hinten mit Unterstützung. Mit unterstützen. Und die könnten sich hier zum Beispiel in diesem Wald schon mal ein bisschen es gemütlich machen quasi. Das ist nicht die gleiche Einheit, ne? Nee. Sonst hätten die nicht nochmal angreifen können. Also, dass hier diese Straße so freigeräumt wird, da finde ich natürlich schon mal ein bisschen bedenklich. Oh, ihr seid neu. Beziehungsweise alt, aber die waren vorher noch nicht da. Luftabwehr. Oh, okay, die müssen sterben. Und hier geht es jetzt langsam zur Sache. Thank you.
Okay, also das hier fand ich schon mal echt dreist, muss ich sagen. Dass die einfach so angreifen dürfen. Und wir nicht zurückfallen dürfen. Das geht so nicht. Das muss weg. Zehn. Ja, geil. Eins zu neun. Dann müssen wir wahrscheinlich durch. So, wie sieht es denn hier aus? Gar nicht so gefährlich. So, ihr müsst auf jeden Fall verstärkt werden. Ihr besetzt hier diesen Graben einfach, damit der Gegner den nicht besetzen kann. So, die Azul-Infanterie macht die Jungs hier weg. Ihr werdet auch wieder auf Sollstärke gebracht. Zu 9 machen, ja, nein. Und vielleicht muss ich jetzt hier tatsächlich mal angreifen. Damit die nicht zu frech werden, einfach. So, die Aufklärer reißen es nicht, okay. Aber ich kann ein paar Bomber dazwischen setzen. Aha, die können ja auch was und die werden dann nämlich verteidigt. Ja, wunderbar. Und das machen wir hier einfach ganz genauso. Die überleben. Die überleben. Das gibt's doch nicht. Ich will auch nicht euch dahin schicken. Ach, die können zweimal angreifen. Ja, wunderbar. Wo habe ich denn meine anderen Jäger eigentlich, meine anderen Messerschmitts platziert? Ah, hier drüben. So, die haben jetzt die Wahl, entweder hier eine Ilyushin zu erledigen oder hier noch ein paar Jäger. Das glaube ich besser. Denn jeder Jäger, den wir ausschalten, ist dann natürlich einer weniger, der uns auf den Sack gehen kann. Hier habe ich noch ein paar Bomber, die sind aber zu weit weg für alles. Ja, dann dürfen die Bomber überleben für den Moment.
Wir nehmen dort Aufstellung. Die kommen erst nächste Runde da an, wo sie hin sollen. Okay, das war nicht super krass gut. Was habt ihr von Angriffswert 8 gegen Flugzeuge und ihr mit 12? Also die sind eigentlich gar nicht so gut. Haben aber eine schöne Reichweite. So, die stehen da genau richtig. Und ihr? Reserve in der Stadt, falls wir hier austauschen müssen. Ich denke, von da aus können die auch relativ easy darüber ballern. Ja, wir brauchen die da eigentlich ein bisschen schneller, ne? Denn wenn hier jemand durchkommt, brauchen wir hier auf jeden Fall eine Einheit, die diesen Vorstoß aufhält. Ja, kurzer Zwischenhalt in der Stadt. Und dann können sie sich hier in diesem Waldstück richtig eingraben gleich. Die alle per Hand durchzugehen in der defensiven Schlacht, dann bringt nicht super viel. Was haben wir denn hier hinten? Immer noch diese, eine Panzerabwehrkanone. Die soll wahrscheinlich ein paar Bunker zerstören, könnte ich mir vorstellen. Upsi-dupsi. Und das aufklären. Oh. Ah, damit haben die nicht gerechnet. Naja, und jetzt geht's hier los. Doch nicht? Flugzeuge sind durch. Die hatten nur einen Jäger reserviert, um meine schwächsten Jäger da anzugreifen. Das ist nicht so richtig viel. So, da müssen wir mal schauen. Also meine Flugabwehr kann ja hier echt die absolute Vernichtung anrichten.
So, ihr müsst verstärkt werden und hier brauchen wir dann. Auf jeden Fall unsere eigene Flugabwehr dahinter, die diese Einheiten hier schützt. Ganz wichtig. So, ihr grabt euch hier ein. Die Aufklärer besetzen irgendwie. Ja, was denn? Weiß ich nicht. Gegen Luftangriffe können die sich hier auf jeden Fall in diesem Grabensystem ein bisschen schützen. Das wird sich auch diese Artillerie hier zunutze machen. Und dann habe ich hier noch ein paar Panzer in Reserve. Die gehen hier einfach mit den, unter diesen Schutzschirm. Die könnten sich auch hier in den Wald rein lümmeln eigentlich. Da haben die wenigstens ein bisschen Deckung. Ungefähr so. Und haben halt direkt Straße nebenan. Das heißt, die kommen dann auch richtig schnell raus. Ja, die Fallschirmjäger bleiben hier. Die müssen dann zur Not hier drüben diese Fallschirmjäger ablösen. Oh, die schaffen es sogar bis da hoch. Das ist natürlich erfreulich. Ich hoffe, die werden dann halt nicht zu krass gemobbt von den ganzen anderen Jägern. Aber die reichen hier auf jeden Fall für diesen Abschuss. So, was haben wir denn hier? Hier haben wir ein paar Jäger. Müssten auch noch ein paar Jäger irgendwo sein. Sind die alle hier drüben? Da sind auf jeden Fall Jäger, an die ich nicht gut rankomme. Hey, die machen das alleine. Ja, dann auf geht's. Zuerst die Jägereskorte wegholen, dann die Bomber. Ah, sie machen es nicht ganz alleine. Ihr verstärkt euch. Ihr kriegt das nicht gebacken. Dann schicke ich da ein paar Bomber hin. So, wunderbar, das hätte funktioniert. Ihr müsst euch auf jeden Fall verstärken. Das waren gar nicht meine schwächsten Jäger. Ja, die linke Flanke sieht so ein bisschen jagdflugzeugfrei aus. Nur hier. Da ist es ein bisschen schwieriger. Und da würde ich sagen, dass ich einfach mal zwei von euch nach hier drüben verlege. Ja, ihr nicht. Hier. Dann können wir diesen Flugplatz hier nämlich auch so ein bisschen als Sprungbrett für die Jäger hier benutzen. Die kommen da drüben nicht ran, ne? Die haben eine Reichweite von 13.
Ich schaffe nicht. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Die könnten das super knapp schaffen, wenn die hier auf dem richtigen Feld sein würden. Das kann ich mir ein bisschen schummeln, indem ich einfach die Felder, die zuerst von dem Jäger besetzt werden würden. Das geht nämlich immer hier auf der 9-Uhr-Position los und dann im Uhrzeigersinn herum. Wenn ich die einfach besetze, dann fliegt er nämlich hier hin. Ja. Und dann fehlt uns trotzdem noch ein Feld. Nein. Ja gut, dann war das jetzt halt ein bisschen sinnlos. Aber wenigstens mal ausprobiert. Na, vielleicht will ich hier vorne auch den Panzer hinstellen. Ja, es ärgert mich, dass es ein Panther A ist. Wie viel besser ist denn der Panther G im Vergleich zum Panther A? Ach, das geht direkt. Da muss ich mir ja gar nicht so einen Stress machen hier. Das ist halt ein Punkt Angriff und ein Punkt Abwehr. Das geht aber. Wo ist denn der Panther D? Ich hatte doch hier noch Panther D dabei, oder nicht? Habe ich mir das eingebildet? Scheinbar. Panther G, Panther G, ja genau, die habe ich ja schon öfter benutzt. Hier ist ein Panther D. So, und wenn ich die vergleiche, dann stelle ich fest, der ist eigentlich. Ja, der ist genau das gleiche wie im Panther A. Wahrscheinlich wurde der deswegen einfach rausgelassen aus der Liste. Interessant. Also gut, die Verbesserungen waren jetzt minimal und damit ist das Ganze dann auch egal. Also, ihr müsst hier rüber. Euch dort eingraben nach Möglichkeit. Und dann schauen wir mal, was hier passiert. Ein Hinterhalt. Oh nein. Es tut mir so leid. Ich weiß nicht mal, was es war. Das sah aus wie irgendeine Sturmovik. Eine Ilyushin 2 irgendwas. Ja, auf jeden Fall kommt die sowjetische Bodenoffensive jetzt ein bisschen ins Rollen. Oberst Wagner schon wieder. Ich habe bei all dem ein ungutes Gefühl. Irgendetwas stimmt hier nicht. Selbst unseren vorsichtigsten Schätzungen zufolge hätte der sowjetische Hauptangriff mittlerweile erfolgen sollen. Ich schlage vor, wir setzen uns in Bewegung und machen uns selbst ein Bild von der Lage. Aber wir sollten Vorsicht walten lassen. Schließlich könnte das eine Falle sein. Ich werde doch da nicht. Nein. Warum sollte ich? Ach, die Garde-Panzerarmee-Einheiten soll ich auch ausschalten. Ja, gut. Aber ich werde ja jetzt noch nicht die Nerven verlieren.
Vielleicht könnte man die jetzt im Aufbau stören irgendwie, aber je mehr Zeit die mir hier geben, um mich einzugraben, desto günstiger ist es natürlich auch für mich. Von daher sollen die machen, was sie sollen, was sie wollen. Also, wie sieht's denn hier aus? Du kommst schon wieder nicht da drüben ran. Das wäre dann eher so ein Job für diese Abfangjäger. Also ihr verstärkt euch in aller Ruhe und dann kommt ihr ja irgendwo hier ran. Ihr könnt ihr alle wegknallen. Ja gut. So viel also dazu. Ihr seid noch hier drüben. Ja, irgendwo hier wird halt ein ganz schöner Wust an Truppen aufmarschieren. Ich habe halt echt gar keine Inklination, da jetzt irgendwie mich hinzubewegen, muss ich ganz ehrlich zugeben. Habe ich keinen Bock drauf. So, die Sturmowix kriege ich nicht kaputt. Ich kann da nicht nachsetzen. Also brauche ich die jetzt auch nicht beschießen. So, hier ist alles in Ordnung. Ja, das Problem ist natürlich, ne, wenn die hier jedes Mal bombardiert werden, können die sich nicht eingraben vernünftig. Das dauert dann halt ein bisschen länger. 7 von 8, 7 von 8. Die graben sich wunderbar ein, alle. Das passt also. Ja, mal gucken, was das Szenario hier wirklich noch bereithält. An furchtbaren Gemeinheiten. Ich wüsste auch nicht, wie ich jetzt rausfinden soll, was hier abgeht, ohne mindestens meine Aufklärungseinheit zu opfern. 1, 2, 3, 4, damit sehe ich auch nicht weiter. Die haben so eine krasse Sichtweite, oder? 1, 2, 3, 4, 5, 6, ach, weil die auf dem Berg sind, denke ich mal. Können die da halt super weit sehen. Na, ich weiß, hier drüben fahren halt Panzer rum, deswegen werde ich hier auf jeden Fall keine Aufklärer rüberschicken. Naja, die mussten sich dann irgendwie an diesem Bunker vorbeischummeln, na, das macht alles ein bisschen schwieriger. Hier weiß ich auch, sind irgendwo gegnerische Aufklärer mindestens mal. Da werde ich also auch niemanden hinschicken. Aber was ich machen könnte tatsächlich. Ja, viel gebracht hat es nicht. Aber wir können zumindest ein bisschen schauen. Grabt ihr euch brav. Oh ja, die graben sich hier schön ein. Thank you.
Wie viel Munition haben wir? Das ist halt die einzige Sorge dabei eigentlich. Ja, die versuchen uns so ein bisschen blind zu machen, indem sie diese Befestigungsanlagen mit der hohen Sichtweite ausschalten. Aber andererseits versuchen sie halt nicht, diese ganzen rumänischen Orte da im Norden einzunehmen, die uns ja auch zumindest ein bisschen Sichtweite gewähren. Ja, dann würde ich sagen, Jungs und Mädels, für heute war's das. Wir machen hier beim nächsten Mal weiter. Hier in der Mitte, ja, die werden halt alle sterben. Hier drüben, das ist halt wirklich ein bisschen problematisch. Aber da kämen wir jetzt auch dran. Das Problem ist, wir kommen halt nicht an die Jäger dahinter ran. Können hier nur die Bomber so ein bisschen nerven. Aber muss dann halt auch reichen für den Anfang. Hier, die haben gar nichts gebacken bekommen. Da wäre natürlich noch eine zusätzliche Luftabwehr irgendwie cool, aber haben wir jetzt nicht. Das heißt, wir verlassen uns hier auf diesen rumänischen Flak-Vierling. Der tut bisher aber auch seinen Job. Ja, da fehlt es mir eindeutig an Reichweite. Und hier drüben sind halt keine Flughäfen mehr. Ja, Pech gehabt. Also kümmern wir uns beim nächsten Mal drum. Ich weiß nicht, was da irgendwo noch rumgurken soll, ehrlich gesagt. Aufklärer losschicken, wie gesagt, halte ich für ein bisschen gewagt. Würde ich jetzt nicht machen. Von daher, bis zum nächsten Mal. Macht's gut und bis dann. Habt einen wunderschönen Tag. Ciao.